Das Wort hat Frau Suding von der FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, was ist das Ergebnis von 4 Jahren SPD-Alleinregierung? Welche Richtung geben dieser Senat und die ihn tragende SPD-Fraktion für unsere schöne Stadt vor? Unsere Antwort darauf: Anspruch und Wirklichkeit der Politik von Olaf Scholz und seines Senats klaffen weit auseinander. Nach 4 Jahren kann man klar sagen, die absolute SPD-Mehrheit tut der Stadt nicht gut. Hamburg wird unter Wert regiert und verschläft seine Chancen. Auf den Punkt gebracht: Hamburg verscholzt. Olaf Scholz hat sich das Image des aktenfressenden Senatschefs zugelegt, der angeblich in jedem schwierigen Thema zu Hause ist. Er mimt den Stadtstaatenlenker, der angeblich immer die Ruhe bewahrt und mit kühlem Kopf sogar in ausweglosen Lagen eine Lösung findet. Damit hat er es geschafft, ein Kontrastimage zu seinen beiden Vorgängern zu kreieren, das viele in der Stadt als wohltuend empfinden. Aber, meine Damen und Herren, das reicht nicht für die zweitgrößte Stadt der wichtigsten Industrie- und Handelsnation Europa. Eine Metropole von Weltrang, die wir ja sein wollen, muss anders wahrgenommen und vor allem auch anders regiert werden. Es reicht längst nicht aus, die Stadt ohne Visionen, getrieben von Bürgerprotesten und Volksentscheiden, mehr recht als schlecht zu verwalten. Fest steht: Hamburg ist eine tolle Stadt. Wir sind eine internationale Stadt mit dem Hafen als Tor zur Welt. Wir sind immer noch führende Medienstadt. Wir sind IT- und Start-up-Zentrum. Wir sind Dienstleistungs- und Handelsplatz Nummer 1. Fest steht aber auch: Hamburg schafft es seit über einem Jahrzehnt und eben auch seit 2011 nicht, endlich mit der dringend notwendigen Fahrrinnenanpassung der Elbe zu beginnen. Berlin liegt im Rennen um die besten Gründerköpfe und neuen Medienunternehmen vorne. Die Kinder in unseren Kitas haben in keinem anderen westlichen Bundesland weniger Erzieher als in Hamburg. Hamburg belegt regelmäßig hintere PISA-Plätze und spart an seinen Hochschulen, statt sie zu stärken. Und Hamburg steht im Stau dank schlechter Baustellenkoordinierung und überflüssiger Busbeschleunigung immer länger und immer häufiger. Meine Damen und Herren, das alles zeigt: Stillstand ist Rückschritt. Hamburg darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Die Verscholzung muss aufhören. Das gilt auch gerade für den Haushalt, denn der ist ja nichts weiterer als in Euro und Cent gegossene Politik. Gleich in 3 wesentlichen Punkten ist der vom SPD-Senat vorgelegte Entwurf ein mutloses Dokument ohne Ideen. Erstens: Er dokumentiert eine gefährliche Attitüde der SPD, aber mit Abstufung auch aller anderen Fraktionen hier im Hause. Sie alle gehen offenbar fest davon aus, dass Sparen beim Wähler nicht ankommt. Also lassen Sie es einfach, obwohl Sie wissen müssen, dass Sparen gerade in diesen guten Zeiten notwendig ist. Die FDP ist die einzige Fraktion, die erkannt hat, dass der Senat nach dem vorliegenden Entwurf des Haushaltsplans zu viel Geld ausgeben will. Wir haben deshalb Einsparvorschläge in Höhe von 400 Millionen Euro gemacht. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen auf diesem Feld schon selber nichts eingefallen ist, dann sollten Sie unsere Vorschläge wenigstens annehmen. Und zweitens: Die SPD versucht krampfhaft, die gute Haushaltslage auf ihr Konto zu verbuchen und sich als seriöser Haushälter zu präsentieren. Ein einziger Blick genügt, um zu zeigen, dass das genaue Gegenteil richtig ist. Ihr Haushalt ist auf Kante genäht und droht Ihnen um die Ohren zu fliegen. Trotz Entlastung von 870 Millionen Euro ist die Nettokreditaufnahme nur um 300 Millionen Euro gesunken. Herr Scholz, Herr Dr. Tschentscher, dieses Geld haben Sie im Haushalt einfach versickern lassen. Und drittens: Obwohl Sie vom Bund und durch sehr günstige äußere Rahmenbedingungen bereits massiv entlastet wurden, können Sie den Hals einfach nicht vollkriegen. Olaf Scholz sorgt als Verhandlungsführer der SPD-Länder bei den Länderfinanzen an vorderster Front dafür, dass die Bürger noch mehr abkassiert werden.
klar, irgendwie muss er seinen Hang zum sorglosen Geld aus dem Fenster werfen ja finanzieren. Und dabei wird er emsig unterstützt von CDU, von Grünen und Linken. Alle wollen beim Bürger immer mehr abkassieren. Mit dem ewigen Soli, dem Erhalt der kalten Progression, der neuen Pkw-Maut und vielen neuen Zumutungen. Die Bürger staunen, mit welcher Dreistigkeit sie zu Werke gehen, wenn sie eine Wohltat nach der anderen für irgendeine Kernklientel der ganz, ganz großen Koalition von links über grün, über rot und schwarz einführen. Meine Damen und Herren, die Regierungszeit dieses SPD-Senats ist ein Paradebeispiel dafür, wie man trotz hervorragender Rahmenbedingungen keine nennenswerten Erfolge bei der Haushaltskonsolidierung erzielt. Einzig, dass die Stadt in diesem Jahr voraussichtlich keine neuen Schulden machen muss, ist eine gute Nachricht. Aber das ist erstens kein Erfolg der SPD, denn sie hat daran keinen Anteil. Und zweitens hätte die Nachricht lauten müssen, die Stadt baut ihren Schulden weg ab in nennenswertem Umfang. Genau das passiert aber nicht. Und meine Damen und Herren, bevor es untergeht, diejenigen, die dazu beigetragen haben, dass sich die Stadt über Rekordeinnahmen freuen darf, das sind die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen unserer Stadt. Mit ihren Ideen, ihrer Tatkraft, ihrer Arbeit, ihrem Engagement und Wissen sorgen sie für den Wohlstand unserer Stadt. Und ihnen müssen wir danken, denn sie haben die Steuern erwirtschaftet, die uns in die glückliche Lage versetzen, dass wir in diesem Jahr keine neuen Schulden aufnehmen müssen, meine Damen und Herren. Und auch wenn die SPD gerne einen anderen Eindruck erwecken möchte, mit Konsolidierung hat das nichts zu tun. Der Hamburger Haushalt wurde ohne das Zutun der SPD massiv entlastet. Oder noch deutlicher, die Stadt steht gut da, nicht wegen, sondern trotz der Politik des SPD-Senats. Und das lässt sich auch ganz leicht beweisen. Man muss nur die Zahlen anschauen. Der zusätzliche Geldregen, der in diesem Jahr bisher in Hamburg ankam und vom SPD-Senat wie ein Schwamm aufgesogen wurde, der sieht so aus. 242 Millionen Euro zusätzliche Steuereinnahmen, 170 Millionen Euro hat der Bund an Kosten übernommen, die Zinsersparnis beträgt 326 Millionen Euro und Hamburg musste 130 Millionen Euro weniger in den Länderfinanzausgleich einzahlen. In Summe sind das knapp 870 Millionen Euro, 870 Millionen Euro, die dem Senat zusätzlich zur Verfügung standen. Jeder vorsichtige Kaufmann hätte erwartet, dass angesichts dieser Zahlen die Nettokreditaufnahme um mindestens den gleichen Betrag sinkt. Das ist aber nicht passiert. Die Nettokreditaufnahme ist gerade einmal um 300 Millionen Euro gesunken. Also 870 Millionen Euro Mehreinnahmen, die Kreditaufnahme sinkt aber nur um 300 Millionen Euro. Das ist eine Differenz von satten 570 Millionen Euro. Herr Scholz, seien Sie so ehrlich, sagen Sie den Menschen, dass Ihr Senat den Haushalt eben nicht konsolidiert hat, sondern seine Ausgaben massiv ausgeweitet hat. Ich sage Ihnen noch warum. Sie haben keine Aufgabenkritik betrieben und heute mehr Personal in der Verwaltung als 2011. Sie haben damit Wahlgeschenke für Ihre Wählerklientel finanziert, wie die Abschaffung der Studiengebühren. Sie haben es nicht geschafft, die 2011 vollmündig angekündigte Optimierung der Büroflächen in Ihrer Verwaltung hinzubekommen. Und Ihnen sind wegen des schlechten Managements die Kosten für IT-Projekte förmlich explodiert. Herr Scholz, Herr Dr. Tschentscher, Ihr Haushalt ist ein Schönwetterhaushalt, der nur so lange Bestand hat, wie die Sonne scheint, die Konjunktur also gut ist. Das muss nicht so bleiben und es wird sicher auch nicht so bleiben. Denn daran arbeiten Ihre Kollegen in Berlin zusammen mit der Union ja seit der Bundestagswahl sehr fleißig. Mit Vernunft, Klarheit und ordentlichem Regieren hat das nichts zu tun. Erinnern Sie sich noch, wie plötzlich uns die Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 getroffen hat? Wir schon. Und deshalb haben wir uns den Haushalt mal ganz genau angesehen. Vor allem die großen Ausgabenblöcke, die kurz- oder mittelfristig kaum von Hamburg beeinflusst werden können und bei denen wir maßgeblich von den äußeren Rahmenbedingungen abhängig sind. Sie machen fast 70% des Hamburger Haushaltes aus und umfassen die Ausgaben für Personal, die Inanspruchnahme von gesetzlichen Leistungen und die Kreditmarktzinsen. Selbst kleinste Veränderungen in den Rahmenbedingungen haben gravierende Auswirkungen auf diese Position.
Die haben wir deshalb einem Stresstest unterworfen. Und das Ergebnis, das Senatsszenario ist nicht nur wackelig, es ist auch wenig realistisch. Ihre angenommene Tarifsteigerung von 1,5% werden deutlich unter dem liegen, was für die nächsten beiden Jahre tatsächlich herauskommt. Auch Ihre Planungen zur Inanspruchnahme der gesetzlichen Leistungen liegen mit 2,77% deutlich unter dem 10-jährigen Mittel von 3,87%. Was den SPD-Senat da so optimistisch macht, ist nicht nachvollziehbar. Und davon auszugehen, dass die Zinsen lediglich um 0,25% steigen werden, das halten wir für fahrlässig. Wir haben in unserem Stresstest zwei Szenarien durchgespielt. Erstens ein Basisszenario mit deutlich realistischen Annahmen für die drei großen Ausgabenblöcke, das aber weiter im normalen wirtschaftlichen Bereich liegt. Es sind nur kleine Abweichungen, aber die Auswirkungen sind riesengroß. 2018 entstünde ein bereinigtes Finanzierungsdefizit von 221 Millionen Euro. Die Einhaltung der Schuldenbremse im Jahre 2020 wäre nur mit erheblichen Sparanstrengungen möglich. Das zweite Szenario spielt eine Wirtschaftskrise durch, mit entsprechend höheren Ausgaben für die gesetzlichen Leistungen. In diesem Krisenszenario beträgt das bereinigte Finanzierungsdefizit für das Jahr 2018 sogar 378 Millionen Euro. Die Schuldenbremse im Jahre 2020 wäre nicht mehr einzuhalten. Meine Damen und Herren, das wäre Verfassungsbruch mit Ansage. Sie sehen, wir brauchen endlich eine Politik, die rechnen kann. Nachhaltigkeit ist viel mehr als ein Umweltthema. Nachhaltigkeit ist ein Haushaltsthema und es ist ein Generationenthema, denn hier geht es um die Zukunft unserer Kinder. Meine Damen und Herren, die FDP will die Schuldenbremse aus unserem liberalen Grundverständnis heraus, weil wir Verantwortung übernehmen für die Zukunft unseres Landes, weil wir Freiheit und Wohlstand auch in 10, 20 oder sogar 50 Jahren für Hamburg und Deutschland wollen. Und weil wir wissen, die Bürger sollen vom Staat profitieren und nicht der Staat von seinen Bürgern. Und weil das so ist, dürfen wir in den nächsten beiden Jahren nicht so viel Geld ausgeben, wie von diesem Senat unter Olaf Scholz veranschlagt. Wir können und wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass sich die äußeren Rahmenbedingungen weiter so gut entwickeln werden. Das wäre grob fahrlässig. Und ich sage das nicht nur an die Adresse der SPD-Fraktion, die uns heute keinerlei Einsparvorschläge gemacht hat. Ich wende mich damit auch ganz deutlich an die CDU. Liebe Kollegen von der CDU, was Sie hier heute erneut als Beitrag zu den Haushaltsberatungen abliefern, ist schon wirklich grotesk. Sie leisten mit Ihren Anträgen erstens nicht den kleinsten Beitrag zur Konsolidierung. Nicht einen Cent wollen Sie gegenüber der Haushaltsplanung des SPD-Senats einsparen. Sie wollen zweitens zur Finanzierung Ihrer Wahlgeschenke die dringend notwendigen Puffer plündern und den Haushalt damit noch wackeliger machen. Und Sie wollen drittens mit Ihren Anträgen die Zahl der städtischen Beschäftigten noch deutlich erhöhen. Ich frage mich wirklich, ob Herr Heinz in den letzten Wochen im Urlaub war oder ob Herr Wersig ihm einen Maulkorb verpasst hat. Ich erinnere mich jedenfalls noch sehr gut, wie Sie, Herr Heinz, nicht laut genug vortragen konnten, dass die Schuldenbremse doch schon 2015 eingehalten werden könne. Mit Ihrer Politik wäre das jedenfalls nicht möglich, so viel ist sicher. Stattdessen übertreffen Sie die anderen im Geld rausschmeißen und sind mittlerweile wie eine andere zweite sozialdemokratische Volkspartei. Meine Damen und Herren, diese Politik der organisierten Verantwortungslosigkeit einer ganz, ganz großen Koalition ist es, die Hamburg in wesentlichen Punkten zurückwirft und verscholzen lässt, zum Beispiel in der wichtigen Bildungspolitik. Wir Liberale fordern deshalb, das beste Bildungssystem der Welt muss sicherstellen, dass wir die Potenziale jedes Kindes nutzen, um mit den besten Köpfen die besten Ideen zu entwickeln.
Die FDP meint damit auch jedes Kind. Keines darf abseits stehen und aufgegeben werden. Egal, aus welchem Elternhaus es kommt, egal, in welchem Stadtteil es aufwächst, egal, ob es mit oder ohne Migrationshintergrund in Hamburg lebt und egal, welche Schule es besucht. Bildungspolitik darf nicht zum Spielball selbstverliebter Schularchitekten werden, die mit immer neuen Schulstrukturreformen alles Mögliche schaffen, nur eben keine Bildungschancen. Die aber müssen Kernaufgabe der Politik sein und diesem Anspruch wird der SPD-Senat in Hamburg nicht gerecht. Hamburg hat den schlechtesten Kita-Betreuerschlüssel der westdeutschen Bundesländer, woran auch Ihre angekündigte Mini-Nachbesserung nichts ändern wird. Die überhastet, schon von Schwarz-Grün unüberlegt und unterfinanziert angeschobene Inklusion ist an vielen Schulen gescheitert. Die Universitäten werden durch langfristige Knebelverträge kaputtgespart. Im Fokus von Bildungspolitik muss die Qualität von Unterricht stehen. Das muss im Haushaltsplan klar erkennbar sein. Ist es aber nicht. In Ihrem Haushaltsplan, Herr Rabe, finden wir viel über Klassengrößen, Platzzahlen im Ganztag oder die Zahl der Oberstufen an Stadtteilschulen. Aber darüber, worum es eigentlich geht, über die Qualität, finden wir nichts. Wie viele förderbedürftige Schüler erhalten die notwendige Einzelfalldiagnostik? Wie viele doppelt besetzte Unterrichtsstunden werden erteilt? Kein Wort dazu. Auch über die erreichten Lernziele trifft der Haushaltsplan keine Aussagen, obwohl die Lernstände aller Hamburger Schüler regelmäßig erfasst werden. Liebe Kollegen von der SPD, Sie haben in den letzten Jahren gezeigt, dass Sie gelegentlich offen für unsere guten Argumente sind. Ich erinnere daran, dass Sie einige unserer Initiativen unterstützt haben, zum Beispiel für mehr Durchlässigkeit zwischen Stadtteilschule und Gymnasium oder die Förderung von Hochbegabten. Gehen Sie diesen Weg weiter, nehmen Sie das Wesentliche in den Blick. Hamburg hat Nachholbedarf bei der Unterrichtsqualität. Wir fordern Sie auf, hier im Interesse unserer Kinder endlich nachzusteuern. Deshalb nehmen Sie unseren Schulantrag an, meine Damen und Herren. Bildung beginnt aber nicht erst in der Schule. Krippen und Kitas sind Orte frühkindlicher Bildung. Das gilt umso mehr in einer internationalen Metropole wie Hamburg, wo längst nicht alle Kinder im Elternhaus bis zum Schulbeginn die deutsche Sprache wenigstens in Grundzügen gelernt haben. Und dazu brauchen wir keine CSU-Sprachpolizei, liebe Frau Prien, sondern frühkindliche Bildung mit hoher Qualität. Die bleibt in Hamburg aber häufig auf der Strecke, weil viele Kitas nicht genügend Erzieher haben. In keinem anderen westlichen Bundesland ist eine Erzieherin für mehr unter Dreijährige zuständig als in Hamburg. Zu Recht sind vor wenigen Wochen Tausende von Erziehern vor das Rathaus gezogen und haben über 500 Brandbriefe übergeben, in denen sie mehr Personal fordern. Wir werden das unterstützen und dafür kämpfen, dass Kitas nicht zu Aufbewahrungsstellen für unsere Kleinsten verkommen. Unsere Forderung: Der Kinderbetreuerschlüssel muss jedes Jahr um 0,5 verbessert werden, damit wir 2018 einen Schlüssel von 1:4 haben. Und da Erzieher auf dem Arbeitsmarkt aber Mangelware sind, wollen wir gleichzeitig die Ausbildungskapazitäten für Kita-Fachkräfte aufstocken. Es ist ja gut, dass die SPD hier endlich ein klein wenig einlenkt. Aber warum erst jetzt? Warum haben Sie das nicht schon vor 4 Jahren erkannt? Nun müssen weitere Generationen von Kita-Jahrgängen unter schlechten Bedingungen leiden. Das zeigt, dass Ihnen die Kinder egal sind. Ihnen geht es nur um den Machterhalt. Und das finde ich schlimm, meine Damen und Herren. Herr Scholz, ich habe noch gut in Erinnerung, wie Sie nach den Koalitionsverhandlungen in Berlin sich dafür gefeiert haben, dass die Ausgaben für das BAföG künftig nicht mehr von den Ländern, sondern vom Bund übernommen wird. Schade nur, dass das Geld aber nie bei den Hamburger Hochschulen angekommen ist, sondern im allgemeinen Haushalt versickert. Das ist ein Skandal oder eine kurzsichtige Politik gegen die Zukunft unserer Stadt, meine Damen und Herren. Wir Freien Demokraten wissen, ohne die Innovationskraft der Hochschulen wird auch der Wirtschaftsstandort Hamburg veröden. Hamburg braucht starke Hochschulen, um eine starke Metropole der Zukunft sein zu können. Meine Damen und Herren, die Wirtschaft unserer Stadt ist auf die besten Köpfe angewiesen, um Innovation und Wohlstand zu ermöglichen.
Aber der Staat und die Stadt macht es den vielen Freiberuflern, Selbstständigen und Unternehmern schwer statt leicht. Und deshalb brauchen wir gerade auch mit Blick auf die ja geradezu wirtschaftsfeindlich agierende Große Koalition in Berlin endlich wieder eine gute Wirtschaftspolitik in Hamburg, damit wir wettbewerbsfähig bleiben. Schwere Fehler der Großen Koalition und die Missachtung der Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft machen auch Hamburger Unternehmen und ihren Beschäftigten große Sorgen. Löhne und Mieten werden vom Staat reglementiert. Für Ökoenergie gibt es Dauersubventionen. Dringend benötigte Fachkräfte werden zulasten der Beitragszahler in Frührente geschickt und Arbeitnehmer werden durch die kalte Progression geschröpft. Das alles ist Gift für die Konjunktur, meine Damen und Herren. Gute Wirtschaftspolitik schafft die richtigen Rahmenbedingungen, aber sie hat nicht die Aufgabe, selbst Unternehmer zu spielen. Immer wenn es ein Privater besser kann, darf der Staat es nicht machen. An dieser vielfach belegten These hält die FDP fest, meine Damen und Herren. Wir haben uns immer wieder konsequent gegen Überregulierung und Einmischung und gegen Staatsengagement in funktionierenden Märkten ausgesprochen. Bei Hapag-Lloyd, bei der HSH Nordbank und bei den Energienetzen. Alle drei sind Symbole für die falsche und milliardenteure Wirtschaftspolitik des SPD-Senats. Nun müssen endlich alle 100 städtischen Beteiligungen auf den Tisch. Welche brauchen wir für die Daseinsvorsorge oder aus strategischen Gründen und welche nicht? Die Erlöse wollen wir nutzen, um den Schuldenberg abzutragen und damit durch geringere Zinslasten den finanziellen Spielraum zu erhöhen. Das ist gute und vorausschauende Politik, der Sie sich aber leider verweigern. Anstatt auf Unternehmens-Shopping-Tour zu gehen, wäre es Aufgabe gewesen, dieses Senats die Gründerszene in der Stadt zu unterstützen. Ich habe dabei die Garagen vor Augen, in denen große und erfolgreiche Unternehmen wie Apple und Microsoft einst gegründet wurden. In Hamburg gibt es doch auch viele Garagen, meine Damen und Herren, aber dennoch hinkt Hamburgs Gründerszene hin und her, hinterher den USA sowieso, aber leider auch in unserer Hauptstadt. In Hamburg würde Facebook-Gründer Mark Zuckerberg vermutlich erfolglos in der Warteschleife auf dem Bezirksamt rumsitzen und dann irgendwann genervt gehen. Ähnlich wenig Aufmerksamkeit finden in Hamburg Kleingewerbe und Handwerk. Die FDP hat mehrfach beantragt, mehr Gewerbeflächen und Gewerbehöfe auszuweisen. Olaf Scholz und seine SPD finden das unnötig. Wir nicht, meine Damen und Herren. Und dann noch die Verzögerung bei der Fahrrinnenanpassung der Unterelbe. Hamburg droht an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Antwerpen und Rotterdam zu verlieren. Und das angesichts schlechter Rahmenbedingungen. Der Zustand der Straßen, Brücken und Schienen im Hafen ist beklagenswert. Die Kölbrandbrücke ist dringend renovierungsbedürftig. Die Hinterlandanbindung reicht nicht mehr für die gestiegenen Transportvolumina. Damit die HPA als zuständige Hafenbehörde an diesen vielen Baustellen vernünftig arbeiten kann, sollte die Aufgaben- und Organisationsstruktur der Hamburg Port Authority überprüft werden. Entwicklung und Unterhaltung der Infrastruktur, Sicherheit im Hafen, Hochwasserschutz und Gefahrenabwehr, das sollte wieder im Vordergrund stehen, hafenfremde Aufgaben dagegen nicht. Die Hamburger Hafenwirtschaft fordert weitere Investitionen in die Hafeninfrastruktur und die FDP-Fraktion unterstützt diese Forderung, meine Damen und Herren. Der Senat will stattdessen lieber eine Viertelmilliarde für das sogenannte Busbeschleunigungsprogramm verbuddeln. Jeder Cent davon wäre besser im Hafen investiert. Die Busbeschleunigung gehört sofort gestoppt, meine Damen und Herren. Angeblich fahren am Ende die Busse ein paar Minuten schneller. Millionen für Minütchen, das ist Ihr verfehltes Motto. Und wenn Sie sich nicht schon von guten Argumenten überzeugen lassen, dann doch wenigstens von den 20.000 Unterschriften, die die Volksinitiative in der letzten Woche eingereicht hat. Was Hamburg braucht, ist der Einsatz moderner Verkehrstechnik, etwa mehr verkehrsabhängige Ampelschaltung oder eine Baustellenkoordinierung, die mithilfe moderner Verkehrssimulationen auch funktioniert. Andere Städte können das, Hamburg nicht, das muss sich ändern. Wir wollen, dass der Verkehr in Hamburg wieder fließt und dafür braucht es die FDP, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir Freien Demokraten wollen ein weltoffenes Hamburg und ein Tor zur Welt, das gerade auch für Flüchtlinge offen ist.
Ich bin deshalb sehr froh, dass viele Hamburger auf großartige Weise und mit viel ehrenamtlichem Engagement ihre Solidarität mit denen zeigen, die ihre Heimat verloren haben, die vor Misshandlung, Mord und Vergewaltigung fliehen, die nach Hamburg kommen in der Hoffnung auf Frieden und Freiheit. Wir Freien Demokraten wollen, dass das so bleibt. Und lieber Herr Scholz, Sie haben uns fest an Ihrer Seite, wenn es darum geht, Flüchtlinge in Hamburg unterzubringen und ihnen bei der Integration zu helfen. Und deshalb möchten wir erneut an Sie und Ihren Senat appellieren. Diese positive Stimmungslage in der Bevölkerung darf nicht durch die Anwendung von Polizeirecht gefährdet werden. Wenn Flüchtlingsquartiere ohne Bürgerbeteiligung entstehen, wenn sie von oben herab exekutiert werden, dann darf man sich nicht wundern, wenn bei den Anwohnern Ängste und Sorgen aufkommen. So ist es in Harburg und Farmsen jetzt geschehen. Sie haben dem starken Anwachsen des Flüchtlingsstroms zu lange zugeschaut, dann in aller Hektik ohne ausreichende Bürgerakzeptanz Quartiere gesucht und kaum gefunden. Das ist alles andere als eine gelungene Flüchtlingspolitik, meine Damen und Herren. Wir müssen aber nicht nur die Gefahren ernst nehmen, die durch rechtsextreme Rattenfänger und von ihnen geschürte Ressentiments entstehen, sondern auch die des religiös motivierten Extremismus. Deshalb und weil der Salafismus objektiv freiheitsfeindlich ist, haben wir im Mai erfolgreich einen Präventions- und Maßnahmenkatalog beantragt. Den setzt die SPD nach 6 Monaten Verzögerung jetzt endlich um. Das von uns parlamentarisch durchgesetzte Konzept ist ein guter Einstieg. Angesichts der mageren Etat- und Personalausstattung kann und darf es aber längst nicht der Schlusspunkt sein, meine Damen und Herren. Ich möchte noch einen Punkt ganz kurz ansprechen, der meine Fraktion und mich im letzten Jahr besonders beschäftigt hat. Olympia ist die Chance für Hamburg und Norddeutschland im kommenden Jahrzehnt. Wir Freien Demokraten haben als Erste hier im Haus mit Anträgen für echtes Engagement des Senats in dieser Sache geworben. Und immerhin sind sie nach einigen Zögern gefolgt. Ich kann nur an die SPD wie an die zerstrittenen Grünen oder die auf pauschale Ablehnung gepolte Linke appellieren. Lassen Sie uns mit aller Kraft für diese Chance kämpfen und dennoch mit dem gebotenen kritischen Blick auf die Machbarkeit schauen. Und genau diese Maxime, meine Damen und Herren, brauchen wir überall in Hamburg. Chancen erkennen und nutzen, nicht ohne sie auf ihre Machbarkeit abgeklopft zu haben, das bräuchte unsere Stadt. Der vorliegende Haushaltsplan muss die Zukunft Hamburgs gestalten. Als moderne Metropole der Zukunft, als Stadt mit vernünftigen Verkehrskonzepten und frühestmöglicher guter Bildung, als Zentrum exzellenter Forschung und gut geförderten Handels. Genau das tut er aber nicht. Dieser Haushalt ist so wie Ihre 4 zu Ende gehenden absoluten Regierungsjahre mehrheitlich ein Dokument der anhaltenden Mutlosigkeit und vergebenen Chancen, der mageren Konzepte und der fortschreitenden Verscholzung. Wir Freien Demokraten wollen mehr Mut zur Freiheit und mehr Aufbruch in die Zukunft. Vielen Dank.